Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Til Schweiger hat es allen gezeigt, meine Damen und Herren. Sein Tatortdebüt ist von mehr als 12 Millionen Menschen gesehen worden. Ja, der beste Tatortwert seit 20 Jahren. Aber die Frage ist eben, haben so viele Menschen eingeschaltet aufgrund der inhaltlichen Qualität oder nur, weil es so einen Hype gegeben hat? Wie auch immer, zu den über 12 Millionen Menschen gehörte auch der Couchman von Dark Victory. Auch der hat sich den Tatort angeschaut und schildert ihm nun die Dinge aus seiner Sicht. Viel Spaß. Ich habe das Dialogbuch gelesen und ich finde, der Anfang von einem Tatort, der muss doch nicht immer so dialoglastig sein, ja? Okay, Till, wie würdest du das dann lieber machen? Ich habe das hier mal umgeschrieben. Hallo, ich bin Nick Chiller. Bam, 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 peng, ah, ich sterbe. Pam, pam, peng, lass die Noten frei. Credits und im Hintergrund läuft irgendwas von One Republic. Nein. Entweder so oder gar nicht. Wir finden schon einen Kompromiss. Too late to apologize, it's too late. Also ganz ehrlich, Leute, lasst uns den Tatort damit starten, ja? Nein! Mehr Kamera wackeln, mehr Kamera wackeln! Ich helfe dir, Partner! Jetzt, Partner, ich bin hier die Hauptrolle. Und noch ein besserer Schauspieler als ich? Nee. Scheiße! Oh, jetzt musst du die ganze Zeit im Krankenhaus liegen. Wobei, es wäre auch cool, wenn du zum Schluss zum Show dann nochmal kommst. Ruf einen Krankenwagen, du Penner! Das wäre unrealistisch. Amos passt zum Rest des Skripts. Warum sagt niemand Cut? So, du hast Theresa jetzt mit in das Haus deines Partners genommen, weil du denkst, sie ist dort sicher. Und da lasse ich sie jetzt allein, oder was? Ja. Eine Prostituierte in der Wohnung eines Typens, den ich kaum kenne, und die wird dann nichts klauen. Nein, Action! Ich fühle sehr sicher hier bei dir. Soll ich dir eine blasen? Nein, aber hat dir deine Mutter vielleicht dazu klein was erzählt, dass jedes Kind einen Schutzengel hat? Was? Vielleicht bist du ja mein Schutzengel, ist dein Text. Schnitt! Oh, was denn? Das hätte doch super gepasst. Hey, Regietype. Mein Name ist Albert, Christian Albert. Hey, Christian Steifen, Spaß. Ich habe hier ein neues Drehbuch, Teil 8 von Kokovar mit dem Titel Weichei-Kocher. Weißt schon, alleinerziehender Vater, eine Tochter, eher total harter Typ, will aber gut für sie sein, bla bla. Ja. Hey, kannst du das nicht in den Tatort mit einbauen? Was? Naja, ich habe so das Gefühl, die Luft aus meinem Film ist raus. Immer und immer wieder das Gleiche. Oh, ach was. Da dachte ich, wir verbraten diese geile Story im Tatort. Ich habe geniale, anspruchsvolle Filme wie Antikörper gemacht, das ist dir klar. Komm schon, harter Kerl, weicher Kern, schafft es nachher seiner Tochter ein Weichei zu kochen. Ist doch eine super Metapher. Goethe wäre in der Tat neidisch. Und mein Partner wurden doch auch fast die Eier weggeschossen, da hat man so eine Art Motiv. Stimmt, durchaus poetisch, sehr starkes Leitmotiv. Nicht wahr? Eier. Der gesamte Tatort strotzt vor Unlogik, schlechten Schauspiel und Wannabe-Action-Kino. Mich wundert, dass das Drehbuch nicht von Herr Schweiger selbst stammt, denn es wirkt wie ein Medley seiner letzten Filme, gepaart mit einer 0815-Migrationsmafia-Geschichte, gewürzt mit etwas Menschenhandel und Kindesmissbrauch unter Drogen. Einfallsreich ist das wenig. Und auch wenn man sich ständig während des Tatorts über das Schweiger-Image lustig macht und so versucht, selbstironisch zu sein, ändert das unterm Strich doch nichts am grausamen Schauspiel der Schweiger-Sippe. Aber wenigstens haben es nun alle gesehen und die Bild und der Stern ihren positiven Senf dazu abgedruckt, dann muss das doch toll sein.